Kann ich da durch? Ach. Nein, ich hab doch gedrückt. Okay, er bleibt. Ich kann mit dem linken Zeigefinger nicht so schnell drücken. Er bleibt stecken, offensichtlich. Sprich, ich glaube, wir brauchen die Zeit, um da durchzukommen. Ich glaube, das ist schon alles. Dann schnappen wir uns schnell so ein Ding, chargen da wieder zurück, oder? Das geht ja mit dem Teil nicht. Genau das jetzt gebraucht. Oh. Aha. Das ergibt Sinn. Ich dachte, wir müssen wieder dieses Teil davon nehmen. Was ist denn das? Ah, ich wollte schon sagen, wir kommen jetzt wieder zurück. Wir können uns ja nicht quasi zwingen, uns fressen zu lassen. Sind die anderen Dinger einfach nur zur Ablenkung da? Zur Ablenkung. Wie können die denn so schnell sprechen? Wahrscheinlich haben die gar nicht mit einberechnet, dass das Sample dann auch verringert wird. Einmal Keldorei. Keldoran. Ist es die männliche Version davon, oder was? Scheiße. Nachtelfen, ey. Hier. Das passiert mit den Nachtelfen. Immer, geht das? Nee? Ja? Jetzt mal. Nee, scheint irgendwie gerade nicht zu gehen. Ich wollte blocken, aber der will nicht so richtig. Komm, bewegt euren Arsch hier hoch jetzt. Gibt's ja nicht. Was machen die? Was machen die? Könnt ihr mal hier... Hä, wo ist der? Ist der hoch? Warum kann ich hier nicht... Hä? Ich kann die nicht anvisieren jetzt. Ja, dann gehen wir wohl nochmal runter. Machen einen kleinen Hausbesuch. So, erstmal meinen Arsch wieder richtig platziert hier. Boah, das tut teilweise so weh beim Sitzen, weil es so heiß ist und dann der Arsch so an dem Stuhl festhängt irgendwie. Warte mal, ich habe hier noch was zu trinken. Ich bin ja so schlau und ich habe hier so eine selbstgebaute improvisierte Kühlanlage. Es ist ein Eimer. Es geht jeder x-beliebige Eimer. Einzige Bedingung ist, er muss groß genug sein für Flaschen, um reinzustellen. Glasflaschen, kleine, also 0,5er Glasflaschen. Und er muss wasserdicht sein, denn da wird Eis reingesteckt, bis so viel wie geht halt. Und dann mit Wasser aufgefüllt, weil wenn man... Also man muss das nicht machen, aber wenn man zum Beispiel so ein Eisbottich hat, wo Crushed Eis zum Beispiel drin ist und... dann eine Flasche reinstellt, wird die nicht hundertprozentig gekühlt. Also, dann nimmt man nicht das ganze Potenzial von dem Eis mit. Deswegen schüttet man ganz, ganz kaltes Wasser da rein, dass es quasi die Zwischenräume zwischen dem Eis ausfüllt, denn Wasser ist ein sehr, sehr guter Wärmeleiter und der überträgt dann die Kälte zu 100% von dem Eis zur Flasche hin. Mittlerweile ist in dem Eimer nur noch Eis drin, Wasser, sprich, es ist schon geschmolzen. Aber, so wie ich das fühle, es ist nicht kühl, wie zum Beispiel aus dem Kühlschrank. Also die 0 Grad hat es jetzt nicht, oder die 4, 5. Ich sag mal, 10 Grad maximal, nicht mal. Weniger als 10, aber auch nicht so kalt wie aus dem Kühlschrank. Das Gute allerdings, wenn man das in kühles Wasser zum Beispiel reintut, die Glasflaschen, dann primär Ziel ist nicht, die zu kühlen,
Also wenn man Eis nimmt schon, aber wenn ich jetzt nur einen Eimer mit kaltem Wasser drin habe, ist das Primärziel nicht, die zu kühlen, sondern zu verhindern, dass sie sich aufwärmen. Weil bevor die Flaschen an sich sich aufwärmen, muss erstmal das Wasser die ganze Wärme aufnehmen. Und bis das passiert, können Stunden vergehen. Das heißt, wenn man alle, ich sag mal, 2, 2,5 Stunden das Wasser in den Bottich wechselt, dass es halt wieder kühl ist. Das geht, das reicht kälteste Einstellungen beim Duschhahn oder beim Wasserhahn. Verhindert man, dass seine Flaschen aufheizen. Man verhindert nicht, also man verursacht nicht, dass sie einfrieren. Dafür muss man halt, wie gesagt, das Eis nehmen und dann die mit Wasser die Zwischenräume auffüllen. Aber es ist eine sehr gute Methode, um zu verhindern, dass man pisswarmes Zeug trinkt, was auch immer es ist. Es funktioniert jede Art von Flasche. Allerdings kann ich nur empfehlen, Glas zu nehmen. Warte mal, können wir hier laufen? Was ist denn das für einer? Der ist neu. Der kann sprechen, das ist nice. Ich empfehle dringendst, Glas zu nehmen, denn das sondert zum einen keine giftigen Chemikalien in die Flüssigkeit oder in das Getränk ab, was bei Plastik der Fall ist. Und vor allem ist das Glas, dadurch, dass es innen drin teilweise hohl ist, nicht immer, aber ich sag mal, durch die Beschaffenheit von dem Glas selbst, also durch die molekulare Beschaffenheit, durch die Dichte, so könnte man es auch sagen, hält es die Kälte sehr viel besser und überträgt es sehr viel besser als Plastik. Das heißt, nicht nur, dass es quasi gesundheitstechnisch besser ist, Glasflaschen zu nehmen. Zum einen... mein Knie juckt. Oh. Zum einen schmeckt es besser, weil halt eben man... Also wenn man es mal direkt vergleicht, dieselbe Produkt, sag ich mal, dasselbe Getränk in Plastik, ganz normale PET-Flaschen und Glasflaschen, dann schmeckt man deutlich einen Unterschied. Und das liegt halt an den ganzen Sachen, die da in die Flüssigkeit dann abgesondert werden im Plastik. Da ist alles Milch drin. Und ja, wie gesagt, einerseits nicht nur, dass es besser schmeckt, sondern und auch gesundheitlich besser ist, sondern es bleibt auch länger kühl. Weil Plastik kann halt die Kälte nicht so gut halten. Anders als Glas. Mein Knie. Deswegen Glas immer vor Plastik. Immer. Also es kommt Glas, dann kommt Blech. Ich spreche also Blechdosen und dann erst Plastik. Das ist so, wenn es um die Aufbauung geht. Wenn man es direkt trinkt, zum Beispiel aus dem Fluss, Hände, immer. Ich glaube, sie wollen es wissen, oder? Jetzt wollen unsere Freunde es wissen. Du kannst mit gar nichts, Schlumpf. Bist nur für einer. Also, die machen uns überhaupt keinen Schaden, wenn wir in der God-Mode-Gestalt hier sind. Och, schade. Weg damit. Nice. Live hätte ich mir gerne abgeholt. Ich dachte schon, jetzt kommt noch irgendwas. Hä? Ach so. Manchmal hat die Maus irgendwie einen Knacks und zappt quasi instant in irgendeine Richtung und das ist teilweise so verwirrend, weil ich dann nicht mehr weiß, wo ich hingeguckt habe. Boah, ganz kurz, halbe Minute und sofort wieder da. So. Oh, ich muss gerade mal was trinken. Boah, es ist so heiß. Das habe ich schon 1000 Mal gesagt. Während ich hier... Ich muss mal meinen Ventilator anmachen, um zu testen, wie sich das in der Aufnahme anhört. Das wird so viel besser sein. Das würde so viel ausmachen. Ob ich das einfach hinterher raus manövrieren kann, den Sound. Wenn ich das Audio bearbeite. Das wäre... Oh, Gold wert. Die Frage ist dann, wenn ich...
Wenn ich zum Beispiel... Huch, was ist der denn? Wenn ich jetzt diesen Sound vom Ventilator über die ganze Länge, sagen wir mal, es sind 4 Stunden Aufnahme, über die ganze Länge von der Aufnahme habe. Und dann das im Audio, also im Programm, wenn ich das Audio bearbeite, dann quasi markiere, um diesen Sound rauszufiltern. Was passiert dann mit dem übrigen Sound? Weil es ist ja trotzdem da drunter so ein bisschen. Es ist ja nicht nur einfach ein Rauch. Ja, es ist wie ein Rauch. Hä? Was ist der denn da? Hallo? Jetzt mal aufhören? PDF, PDF, guck mich am Arsch. Boah, was ist das? Ey, warum wurden die nicht getroffen? Hey, bitte, ja, vorsichtig sein. Der ist gestorben offensichtlich. Ich würde den da gerne rauskicken. Ich probiere das mal, ob das geht. Komm. Ab mit dir. Und er fällt. Ab in die Tiefe, du Sack. Oh oh. Krasse Reaktion. Der weiß es schon noch, bevor es passiert. Für die haben wir doch das perfekte Mittel hier. Es ist so gut. Es ist einfach gut. Ja, was ist das denn? Was haben wir denn da markiert? Ach, der Wurm. Also durch alle möglichen Strukturen hindurch den Wurm angeschaukelt. Angeschaukelt? Markiert, würde ich sagen. Okay, ich sehe schon, was hier am Happenen ist. Also, das ist so eine Art Speed-Dings. Komm schon. Du kannst mich mal. Als nächstes geht's da rüber. Geht erst, wenn er ganz, ganz weit weg ist. Können wir den eigentlich töten? Okay. Nein, er kommt. Du Sack. Okay. Da können wir nicht hin. Da ist auch später ein Aufgang. Okay. Ich sehe schon. Mach Job. Der ist mir noch ein bisschen zu nah. Ich warte, bis er da hinten ist. Sieht echt aus wie so ein Tremor aus dem... Da aus dem Raketen, so ein Raketenwurm-Vieh. Er ist im Anmarsch. Oh Gott. Nein. Es könnte sein, dass es dezent knapp war. Boah, sieht der hässlich aus. Hier, nur für dich. Das juckt ihn überhaupt nicht. So gar nicht. Jetzt muss ich wieder warten, bis der da hinten ist. Obwohl, das ginge vielleicht auch. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir den durch diese Plattform auch ablocken können. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Nein! Ah! Obwohl er definitiv nicht in dieser Position war. Genauso wenig wie wir. Nicht nochmal, oder? Tu mir das nicht an. Nein. Das wollte ich nicht drücken. Oh, was sind das für Riesen? Ich dachte gerade. Fuck. Okay, das machen wir direkt. Sag nicht. Nein. Hallo? Glück gehabt. Okay, wir können ihn auf jeden Fall nicht durch diese Dinger abblocken. Das geht nicht. Weil der fliegt da einfach durch an. Also, der fackelt da gar nicht lange. Das sollten wir vielleicht nicht machen. Können wir eigentlich diesen Charge? Haben wir den gelernt? So und dann... Nee. Oder?
Was wir denn irgendwie nutzen können, um da schneller voranzukommen? Wo können wir denn unsere Skills sehen? Hier? Warte mal. Bodenangriffe, Luftangriffe, Kreissäge, nee. Das geht nicht. Na gut, versuch's jetzt. Kannst du mal bitte jetzt und so, ne? Dein Refugium ist da hinten. Vor allem, wenn das ein normaler Wurm ist. Wie groß muss dann der Stygian sein, der Göde? Ich muss mal ganz kurz schreiben, das ist gerade wichtig. So, wo sind wir jetzt? Jetzt haben wir eine Runde verpasst. Naja. Warte mal halt. Auf die nächste. Jetzt fliegt er da hinten an. Ich muss noch ein bisschen das Moveset von dem Rad mir mal angucken. Er scheint im Kreis zu schwimmen. Muss ganz da hinten sein. Nein, 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 nein. Warum macht er? Kann er keinen Doppelsprung mehr oder was? Jetzt ist die Frage, welchen Punkt nehmen wir, um dahin zu gehen? Am besten den, wenn er da hinten ist. Ich hoffe. Also nicht, wenn er dort ist, sondern eher, wenn er da irgendwo ist. Jetzt geht er erstmal da hinten lang. Nein, nicht nochmal. Verdammt. Warte mal, ist da vielleicht irgendwas, wo wir die Zeit damit anhalten können? Oder irgendein Punkt, den wir erreichen können? Den ich vorhin nicht gesehen habe, vielleicht. Es ist immer vor allem diese Plattform da vorne. Ja, guck ruhig. Du hässliches Vieh. Ah, einen Moment. Ah. So, locker. Das heißt, wir müssen immer eine... Ich probiere es einfach. Ich bin... Oh, das... Wir können nicht hier... Geht das? Oh, das geht? Hm, vielleicht sollten wir das nutzen. Dass wir den doch quasi ablocken können damit. Aber auch nur, wenn das Teil direkt zwischen ihm und uns ist. Ach, nur dann. Nein, das wollte ich... Oh Gott. Das heißt, ich laufe jetzt in die Richtung. Nein, 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 nein. Jetzt geht er nach unten. Es klappt. Das ist nice. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Oder das war diese Geschichte, oder? Das heißt, wir müssen warten, bis er dahinter ist, vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Oder gibt es hier irgendwas? Zeit? Nee, das ist einfach strategisch überlegen, wann laufe ich los. Dann lauf, mein Little Freund. Wenn er hinter dem oder dem ist, dann laufen wir los. Nee. Will er nicht so wirklich. Oder geht jetzt nochmal da rum? Nee, jetzt geht er da lang. Aber das schaffen wir. Vielleicht, wenn er da hinten ist. Das kann eine Möglichkeit sein. Und go. Gib ihm. Ich weiß nicht, wo er ist. Nein, 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 nein. Boah. Das war knapp. Was ist mit meinem Handy? Akkuladung 10%, wen juckt denn das? Das sollten wir ausschaffen, aber auch erst in der... Jetzt. Wir laufen einfach. Ich kann ihn spüren. In meinem Nacken. Nein, 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 nein. Alter.
Du hässliches Vieh. Geh weg. Geh nach da hinten, wo du hingehörst. Okay, wenn er ganz hinten ist, dann laufen wir los. Jetzt. Ich kann ihn schon hören. Alter, erschreck mich doch nicht so. Was ist denn los mit dir, Junge? Nice. Nicht nice. Aber ganz ehrlich, besser als dieser hässliche Wurm. Das fünfmal neu zu machen. Jetzt mal ein bisschen Abstand halten, ja? Privatsphäre, meine Freunde. Ich dachte, ich kann vielleicht den Finish auch in der Luft machen. Das wäre natürlich geil. Okay. Was ist denn das? Das kennen wir ja schon. Ihr seid nix. Ihr könnt nix. Dummlapp seid ihr. Ach, jo. Der gute... Was hat der... Oh, boah. Alter, ich war grad... Zur Hölle? Was hat der denn da? Was ist das? Was hat der denn da? Der hat einfach mal eine dicke Kanone. Bitte was? Das kann ich auch, ja? So, was kann der jetzt? Ja. Das gefällt mir. Du kannst mir gar nichts. Geh mir aus dem Arsch. Ich will die Knarre haben. Ich will sie. Gib mir bitte das hier. So. Die Frakturkanone. Schießt gezackte Splitter, die sich in Oberflächenbahnen detonieren, wenn sie ausgelöst werden. Drücken Sie links, um einen Splitter zu schießen, und drücken Sie rechts, um ihn detonieren zu lassen. Nice. Wollen wir das da austesten, oder was? Was ist das? Wollen wir das überall hinschießen, wo Holz ist? Nee. Ja, was sind das für... Was sind das für Dinger hier? Die explodieren. Okay, die explodieren einfach nur. Ich leg das gerade mal hier hin, denn wir gucken erstmal, was es hier sonst noch so gibt. Live. Und gar nichts. Jut. Nehmen wir den mit. Vier Schüsse hat er. Dass er das überhaupt mit seiner Hand da greifen kann da vorne. Schon ein bisschen verwunderlich. Obwohl, das ist ein Riesengriff. Aber seine komische Hellboy... sein Hellboy-Griff da... Wow. Also wir haben das Ding jetzt hier hochgeschleppt. Nur, um dann hier noch eins zu finden. Das ist ja nicht zu viel. Ich muss warten, bis alle aufgeladen sind. So. Das war's. Ha. Was ist das hier? Können wir was machen? Nein. Oh, Moment. Oh. Was war das denn? Was war der Shit? Das ist alles.